Hallo und herzlich willkommen vor dem Wald. Was mache ich da hinten vor dem Wald? Warum bin ich nicht im Wald? Naja, weil ich mein großartiges Baumarkt Waldorientierungsleitsystem dabei habe. Ich glaube, ungefähr so nenne ich das dann mal. Und jetzt ist es ja so, der eine oder andere wird sich jetzt denken, was soll der Quatsch, nimm doch einen Kompass. Das Problem ist jetzt aber, im Baumarkt gibt es keinen Kompass. Und der Sinn und Zweck dieser Reihe ist ja, dass Ben Baumarkt war und versucht im Baumarkt nützliche Gegenstände, die man für Survival-Vorhaben oder halt sonstigen Bushcraft, Wald und was weiß ich, Krempel, theoretisch benutzen kann. In diesem Fall gebe ich zu, es ist halt eben eine recht praktische Alternative, die sich Kompass nennt, eben durchaus gibt. Aber, wie gesagt, den gibt es nicht im Baumarkt. Und das, was ich jetzt vorhabe mit meinem Baumarkt-Waldorientierungsleitsystem, könnte man eben nochmal auch prima mit dem Kompass machen. Und der hat einige ganz gewaltige Vorteile. Es gibt aber auch so ein paar Dinge, die man mit dem Kompass nicht so gut machen kann wie mit dem Waldorientierungsleitsystem, beziehungsweise beim Waldorientierungsleitsystem, Baumarkt, gibt es vielleicht anderen Lerneffekt. Ich will jetzt auch nicht sagen einen größeren Lerneffekt, aber es gibt einen anderen Lerneffekt, den man so mit dem Kompass, vorsichtig ausgedrückt, weniger hat. So, warum erzähle ich jetzt diesen ganzen Kram? Um diesem Video so ein bisschen eine Daseinsberechtigung zu geben. Vielleicht habt ihr ja trotzdem einfach ein bisschen Spaß. Seht das Ganze so mit einem gewissen Augenzwinkern. Also wenn man nur Ausrüstung aus dem Baumarkt zur Verfügung hat, dann. Ja. Ta-ta-ta-ta! Absperrband. Es tut auch jede andere Form von Band, das sich farblich ein wenig vom Wald abhebt. Die Idee, das als Survival-Tool zu verwenden, kommt daher, weil man halt eben durchaus in der Forstwissenschaft, Forstwirtschaft in diesem Fall dann eher, aber auch in der Forstwissenschaft, ganz gerne mal eben bestimmtes Zeug im Wald markiert. Da gibt es so lustige Markierungsbändchen, mit denen markiert man Bäume, die aus irgendwelchen Gründen markiert werden sollen. Zum Beispiel, weil sie ein Zukunftsbaum sind oder weil sie geastet werden sollen oder weil sie ein Biotopbaum werden sollen. So, das sind so die häufigsten Gründe. Für Anfänger, die sich im Wald noch nicht so gut auskennen und auch das mit der Waldorientierung noch nicht so drauf haben, gibt es dann vom einen oder anderen erfahrenen Förster den Ratschlag, man möge sich doch mit seinem Markierungsband halt notfalls eine Linie in den Wald bauen, eine Linie in den Wald markieren, damit man eine Orientierungslinie hat. Mit dem Kompass rennt eigentlich kein Förster im Wald rum. Das habe ich jetzt noch nicht erlebt, dass sowas mal vorkommt. Aber wenn man mal so eine Orientierungslinie hat, also zunächst mal nimmt man natürlich die nächste Vorstraße, so als grober Orientierungsfixpunkt. Wenn man aber jetzt weit im Wald drin ist und man hat keine nächste Vorstraße, die man gerade sehen kann, dann kann das schon mal vorkommen als Anfänger oder generell als Mensch, der jetzt gar nicht so einen unglaublich guten Orientierungssinn hat, dann kann das aber eben auch lernen bzw. trainieren. Und da empfiehlt eben die Försterschaft, man möge sich eine Orientierungslinie in den Wald hängen. Da wir jetzt leider kein Forst-Spezialband haben, das den großen Vorteil hat, dass es biologisch abbaubar ist und wenn man damit einen Baum markiert hat, dann fliegt das nach 2, 3 Jahren ab und dann verrottet es und dann ist es weg. Man muss es also nicht mehr einsammeln. Wir haben nur normales Absperrband und das bedeutet, und das macht die Sache natürlich ein bisschen störend, man muss es wieder einsammeln. Man muss es wieder einsammeln. Es gibt keine Alternative zum Wiedereinsammeln, ne? Also im Wald hängen lassen, das kommt natürlich selbstverständlich keinesfalls in Frage. Aber für so einen Tag mal den Wald erkunden oder sonst wie kann sowas schon ganz hilfreich sein. Und wie man das jetzt möglicherweise anwenden könnte, ihr könnt euch auch was anderes einfallen lassen oder sagt, ich brauche sowas nicht. Aber potenziell möglich wäre es mit den nun folgenden Ideen, die ich dazu mal von mir geben werde. So, und das Erste, was wir jetzt mal machen, ist hier durch den Wald schleichen. Und damit wir auch wissen, wo wir langgeschlichen sind, markieren wir uns quasi unseren Weg,
den wir gekommen sind. Dann finden wir nämlich den gleichen Weg auch wieder zurück. Und dafür nehmen wir halt hin und wieder mal so einen Fetzen, also einen Fetzen Absperrband und markieren uns damit halt einen Punkt, den man schön vom Waldeingang einsehen kann, damit wir wissen, okay, hier sind wir rein. Er sollte allerdings auch nur dann einsehbar sein, im Idealfall, wenn man an der Stelle, an der man draußen direkt davor steht, ihn nur sehen kann und halt nicht Kilometer entfernt. Das wäre dann wieder schlecht. Also direkt draußen am Wald, Eingang sozusagen, das wäre schlecht. Also schon so ein bisschen im Inneren. Und jetzt weiß ich zumindest schon mal, wenn ich hier jetzt nochmal hin will und nochmal aus der Richtung komme, dann muss ich halt den Waldrand entlang laufen und dann sehe ich irgendwann dieses Teil und dann kann ich genau den gleichen Weg, den ich jetzt nehme, nochmal nachvollziehen und dann nochmal den gleichen Weg eben entsprechend laufen. Das an sich könnte jetzt praktisch sein. Erzähle ich euch nach der nächsten Markierung. Das ist wie bei der Sendung mit der Maus. Es geht weiter nach der nächsten Maus. Also sowas könnte jetzt praktisch sein, wenn man halt dann irgendwie wirklich genau am Ausgangspunkt wieder rauskommen möchte. Selbstverständlich besitzen wir auch kein GPS, weil das gibt es auch nicht im Baumarkt. Ne? Dementsprechend wollen wir halt möglichst genau nachvollziehen können, welchen Weg wir gekommen sind. Und jetzt haben wir hier eine Markierung gesetzt. Und wenn wir uns jetzt umschauen im Wald, entdecken wir da die andere Markierung. Die sind jetzt eigentlich schon ein bisschen weit auseinander, aber ich lasse das jetzt halt trotzdem mal so und klebe da nicht noch irgendwas dazwischen. Und der Sinn der ganzen Veranstaltung ist eigentlich, dass man wirklich auf möglichst direktem Weg von Markierung zu Markierung läuft und da gar nicht irgendwie groß noch weiter abweicht in irgendeine Richtung, sodass das da halt eben schön eine mehr oder weniger gerade, kann natürlich auch kurvig verlaufen, wenn man das aus irgendwelchen Gründen haben will, Linie der Orientierung in diesem sonst extra von mir ausgewählten, bisschen verwirrenden Wald hier eben entsprechend gibt. Er ist zumindest mal nicht super, super übersichtlich. Ich hatte den Dichter in Erinnerung, könnte daran liegen, dass gerade Winter ist. Ne? Wir gehen mal weiter. Da noch eins. Wenn man also den dicken Baum, wenn einem der Baum zu dick ist und man da viel Band bräuchte, um es drum zu wickeln, kann man es natürlich auch um ein unteres Zweiglein wickeln. Dann spart man Bandmaterial, muss man nicht so viel nehmen. Ne? Ja, und da noch eins. Und scheiße, es regnet. Na, vielleicht hört es ja gleich wieder auf. Oh, ich habe mir hier jetzt den Weg zu dieser Fichte markiert. Ist es eine Fichte? Ja, es ist eine Fichte. Das wäre jetzt auch peinlich gewesen. Puh. Die ist jetzt quasi mein Point of Interest, die ich auch wiederfinden möchte, wenn ich dann eben entsprechend hier mehrfach vorbeischauen möchte. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass das zum Beispiel eine besonders dichte Fichte ist und ich befinde mich hier jetzt in irgendeinem Zombie-Apokalypsen-Szenario, in dem man sich halt einfach in dem Gebiet, in dem man sich aufhält, in dem man sich vor den Zombies versteckt oder von mir aus von den vom galaktischen Imperium oder von irgendeiner anderen bösen Gruppierung, vor der man eben flüchten möchte, dann kann man sich halt eben auf diesem Wege ganz gut bestimmte nützliche Punkte markieren, eben zum Beispiel diesen weit und breit einzigen Baum, der ein bisschen Schutz vorm Regen bietet. Wenn man also jetzt sonst keinerlei Regenschutzausrüstung dabei hat und es regnet jetzt halt nur eben so ein bisschen und es befindet sich halt eben, man befindet sich halt im Winter, dann kann man sich mit so einer Fichte hier eigentlich schon ganz gut erstmal behelfen, dass man erstmal nicht so nass wird. Außerdem steht hier nebendran gleich eine Birke, an der ich mich jetzt natürlich nicht bedienen werde, aber potenziell wäre auch das nochmal ganz interessant. Man hätte also einen gewissen Grund, sich quasi hierher leiten zu lassen, dass das vielleicht ganz gut wäre. So, angenommen, ich stehe jetzt hier und habe aus irgendwelchen Gründen die Orientierung verloren. Das kommt bei mir eigentlich ganz, ganz selten vor. Aber gibt halt Leute, die sind dann noch nicht so erfahren in diesem Bereich und bei denen könnte das eher vorkommen. Und dann gucken sie sich um, dann haben sie sich vorher den Wald, mit diesen Bändchen zugepflastert, dann wissen sie halt gleich, aha, also wenn ich jetzt von diesem Bändchen zum nächsten Bändchen laufe, dann komme ich auf jeden Fall irgendwo hin, wo ich mich dann wieder auskenne. Soll heißen, die Bändchenspur muss natürlich dann auch an einen entsprechenden Ort führen, an dem man schon mal gewesen ist, wo man dann auch sagen kann, okay, jetzt weiß ich auch, wie es weitergeht und hier kenne ich mich jetzt wieder aus. Ich höre Stimmen im Wald.
andere als meine eigenen. Dann kann die Vorstraße ja nicht so weit sein. Ne? Übrigens habe ich jetzt gerade das Glück, eine super praktische Birke zum Birkenrindenvorrat wieder aufzufüllen, gefunden zu haben, weil, schaut mal hier, da habe ich jetzt schon was abgesammelt und was da drunter ist, ist noch wunderbar intakte Rinde. Man kann hier nämlich ganz hervorragend diese äußere Schicht ganz einfach easy peasy absammeln. Eine so gut zu beerntende Birke findet man selten. Deswegen freue ich mich hier jetzt schon gerade. Und das macht der Birke gar nichts. Wie man sehen kann, da ist noch alles wunderbar heile drunter. Also in diesem Fall ist die wirklich gerade in einem Stadium, wo die alleräußerste Rindenschicht abgestorben ist. Und man kann hier jetzt wirklich, ohne der Birke zu schaden, problemlos große Mengen Birkenrinde am lebenden Baum sammeln. Das geht wirklich überhaupt nicht tief rein. Das ist nur die alleräußerste Schicht, die übrigens auch am allerbesten brennt, die ich hier jetzt entsprechend sammle. Und da habe ich jetzt Glück gehabt. Und an dieser Stelle bin ich auch durch, weil da drüben ist der Waldweg. Den kann man jetzt auch so erkennen, würde ich vorschlagen. Also da, das sieht schon sehr waldwegmäßig aus und da ist er auch. Und in diesem Fall sollte man auch nicht direkt am Weg, sondern ein bisschen im Wald drinnen nochmal eine Markierung setzen. Entschuldigung, ich darf nicht die Kamera halten, wenn ich versuche, was festzuknoten. Ne? Also zum Beispiel da. Und jetzt kann man gemütlich zum Waldweg rausmarschieren. Also zur Vorstraße ist die korrekte Bezeichnung für das, was ich meine. Ein Waldweg wäre dann wirklich irgend so ein Weg zum Spazierengehen. Also so ein Wanderweg, ein Wanderpfad. Das ist jetzt schon noch ein kleines Stück, bis man dann hier entsprechend durchs Unterholz die letzten Meter zurückgelegt hat. Und bei dem Tatsache, dass alles nass ist, hätte ich eigentlich meine Gamaschen anziehen können. Die sind ja für sowas gedacht. So. Ich bin auf dem Weg. Tada! Und jetzt stelle ich fest, da der Weg weiter weg war als gedacht, müsste ich jetzt von rechts wegen eigentlich nochmal so auf halber Strecke nochmal ein besser zu sehendes Bändchen setzen. Das da hinten, man kann es mit bloßem Auge erahnen. Mit der Kamera wird es wahrscheinlich eher schwierig. Also das wäre jetzt schon nicht gut genug markiert. Das wäre ein bisschen schlecht, wenn ich jetzt zum Beispiel versuchen würde, im Dunkeln zurückzufinden. Da es aber regnet, warte ich jetzt nicht, bis es dunkel ist und versuche im Dunkeln zurückzufinden, sondern ich versuche gleich zurückzufinden. Okay, los geht's. Die Lichtverhältnisse sind natürlich scheiße. Mein Akku ist auch bald leer. Alles suboptimale Bedingungen. Wie gesagt, dass ich jetzt hier reingehen muss, das hätte ich mir jetzt noch mal separat markieren müssen. Das war jetzt zu schlecht zu sehen, aber so halbwegs hat es auch funktioniert. Und kaum habe ich mir nichts markiert, gehe ich jetzt hier einen anderen Weg rein, ganz instinktiv, weil man immer da lang läuft, wo man meint, am besten durchzukommen, als ich rausgekommen bin. Und das ist im Prinzip eigentlich schon schlecht. Das sollte eigentlich schon nicht so sein, weil hier stolpfe ich jetzt quasi ohne Markierung durch. Ne? Aber da hinten haben wir sie jetzt. Ich hoffe, man kann sie sehen. Und damit weiß ich zumindest, okay, irgendwie von da aus muss es weitergehen. So. Und die sammle ich jetzt natürlich auch gleich wieder ein. Gut, jetzt müssen wir hier tauchen. Was ich jetzt mit bloßem Auge schon erkannt habe, da hängt die nächste. Und die sammle ich natürlich auch wieder ein. Und vielleicht kann man auf der Kamera schon die nächste erkennen. Die hängt da hinten an der Birke. Das ist die Birke, an der ich mich bedienen möchte. Deswegen lasse ich die ausnahmsweise mal hängen und komme da in den nächsten Tagen nochmal wieder. Die finde ich auch so. Ich kenne mich ja aus dem Wald. Also ohne, dass da der Weg hinführt. Aber die eine Markierung, die könnte vielleicht ganz praktisch sein, damit ich jetzt nicht die falsche Birke ansteuere. Also ihr seht, das ist schon praktisch. Also die kann man wirklich auch für die Praxis gut gebrauchen, solche Markierungsdinger. Und hier haben wir jetzt wieder eine. Und so kann ich mich also wirklich ganz zielgerichtet, problemlos
ohne irgendwie Bammel haben zu müssen, an welcher Stelle ich rauskomme, durch den Wald bewegen, gucke mich immer an den Punkten, die ich erreiche, um, ob ich da nicht irgendwo sehe, na, wo könnte eine sein, wo könnte eine sein. Und mit bloßem Auge sieht man sie schon. Und jetzt sieht man sie hoffentlich auch auf der Kamera. Man kann die natürlich auch gewissenhafter setzen. Am besten guckt man immer zurück, wo man die zweite setzt, beziehungsweise die nächste setzt, dass man das immer da macht, wo ohnehin schon Sichtkontakt zur letzten besteht. Ne? Also das wäre am idealsten. Und das ist ganz gut, dass ich nochmal zurücklaufe. Ich habe nämlich tatsächlich eine verloren, die muss mir aus der Tasche gefallen sein. Da geht's weiter. Ups. Und der Eichelherr fühlt sich gestört, zu Recht. Völlig zu Recht. Na, wo könnte es denn weitergehen? Hier war ich ein bisschen faul mit Markierungen setzen. Da ist eine. Und damit ist natürlich der Waldrand schon in Sicht und ohnehin hier bei diesen schönen Pflanzreihen braucht man eigentlich fast keine Orientierungshilfe. Das ist ja einfach. Diese Pflanzreihen sind immer in Richtung Weg. Immer. Also die gibt es nicht parallel zum Weg. Wüsste ich jetzt nicht, dass irgendwer das so macht. So. Und damit sind wir auch schon wieder draußen. So. Und wer sich jetzt denkt, okay, das ist ja ganz lustig, aber völlig sinnlos, für den hätte ich jetzt noch ein Anwendungsbeispiel, das vielleicht noch ein kleines bisschen mehr Sinn in die Aktion bringen kann. Man kann sich auf diesem Weg selbstverständlich auch ideale Wege durch den Wald markieren. Also sich so seine eigenen kleinen geheimen Trampelpfade anlegen, die man nur selber kennt, um dann halt eben zum Beispiel zu bevorzugten Plätzchen im Wald zu kommen, ohne groß Vorstraßen nutzen zu müssen und trotzdem effizient und einfach da anzukommen, weil man schon einen guten Weg kennt. Wenn man sich einfach irgendwo durchs Unterholz schlägt, dann kommt man halt früher oder später an irgendeinen Punkt, da geht es nicht so gut durch. Da muss man dann ein paar Schritte entweder zur Seite ausweichen oder man schlägt sich durch, dann macht man einen Haufen Lärm. Das möchte man unter Umständen ja auch nicht. Ist also alles so ein bisschen suboptimal. Wenn man aber einen optimalen Weg hat, einen optimierten Weg und den sich erstmal markiert und dann 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal läuft und ihn dann irgendwann auswendig kennt und genau weiß, ah ja, hier kommt jetzt die Buche und dann muss ich bei der Birke links abbiegen und so weiter und so fort, dann ist das meines Erachtens schon ganz praktisch und man kann sich so quasi seine eigenen optimierten Trampelpfade irgendwann zurecht trampeln. Tatsächlich, Trampelfahrt ist übertrieben, eine einzelne Person, die hin und wieder mal einen bestimmten Weg durch den Wald läuft, wo kein Weg ist, hinterlässt kaum Spuren am Boden. Also es ist nicht so, dass man da sofort jetzt in der Autobahn in den Wald trampeln würde. Wenn man das als große Gruppe macht, dann entsteht tatsächlich mal irgendwann sowas. Man kann auch noch, um noch mal eine Sache zu ergänzen, eben mit dieser Markierungsmethode Dinge für andere Leute markieren. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie eine Gruppe ist, die vom Galaktischen Imperium geflüchtet ist oder der Ersten Ordnung und sich im Wald verkriecht und man möchte halt eben anderen Leuten, die da vielleicht dazu stoßen möchten, die Möglichkeit geben, da besser hinzufinden, beziehungsweise Leuten, die im Lager völlig orientierungslos sind, das soll ja hin und wieder mal vorkommen, auch die Möglichkeit geben, ohne dass man sie jetzt führen muss, wieder rauszufinden aus dem Wald. Wie oft habe ich das schon machen müssen? Und da ist das dann auch durchaus eine ganz gute Möglichkeit,
ja, eben genau anzugeben, wo geht's denn hier jetzt wieder raus. Ich weiß, es ist für manche von uns wirklich schwer zu verstehen, aber es gibt Leute, die stellst du in den Wald und erzählst ihnen ein bisschen was und drehst sie dreimal im Kreis und dann wissen sie nicht mehr, wo sie hergekommen sind. Also das ist tatsächlich, auch wenn es wie gesagt für manche Leute schwer verständlich ist, ein gar nicht mal so wenig weit verbreitetes Phänomen. Sucht euch mal irgendeinen Städter und stellt den in den Wald. Oder schlimmstenfalls eine Städterin, jetzt musste der Spruch doch kommen. Und dann könnt ihr ja mal gucken, wenn ihr Glück habt, habt ihr so ein Vorzeigeexemplar des ohne Zivilisation bin ich sofort tot Mensch erwischt. Und dann macht das Baumarkt Waldorientierungsleitsystem Sinn. So, ich hoffe, meiner Argumentation kann man zumindest insofern folgen, dass dieses Video ein bisschen Spaß gemacht hat. Und wenn ihr mir unbedingt widersprechen wollt, bitte gerne. Ich bin gespannt. Macht's gut.